Ja, meine lieben Freunde, neue Runde Days Gone steht auf dem Programm. Und Dick, ja. Bist du da? Was gibt's? Ja, ich höre, was ist? Es gab einen Angriff, Ripper. Ein paar Dutzend, vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Oh, die Kleine, fuck. Um die du so besorgt warst? Ja, Lisa, warte, Moment, was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Oh. Sie nahmen sie und drei andere mit. Elkai folgte ihnen so weit, wie es ging, aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Zurück, um Hilfe zu holen, aber... Verdammt, okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Okay. Lasst uns Lisa retten, Freunde. Moment. Ich muss das erstmal wahrscheinlich hier auch nochmal markieren. Warum wird mir das jetzt nicht auf der Map hier angezeigt? Das finde ich doch schon wieder Mist. Das ist doch schon wieder räudig. Ist das das hier zufällig? Jawohl. So. Da düsen wir jetzt erstmal direkt hin. Instant. Und hoffen, dass wir Lisa noch rechtzeitig retten können, Freunde. Aber ich gehe davon erstmal aus. Ich werde jetzt erstmal hier ein blaues Wunder erleben, wenn ich da jetzt ankomme, um die kleine Lisa zu retten. Da haben sie das falsche Girl entführt, auf jeden Fall. Da. Könnte mir auch irgendwie mal ein besseres Licht vielleicht zulegen. Aber vielleicht ist das hier auch einfach in dem Game so. Ah. Da war doch tatsächlich so ein blödes Drecksauto im Weg, Freunde. Nochmal zwei. Ah, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, was hier abgeht, Freunde. Ich weiß auf jeden Fall, wir dürfen ohne Lisa nicht zurückkommen. Wir müssen Lisa retten. Und das machen wir jetzt auch. Nomads, wie lange seid ihr schon hier, ha? Legt Hinterhalte, überfällt Versorgungstrupps. Rennt jetzt weg. Wo rennt er hin? Hier zu diesem Posten vielleicht? Warte, warum steht er da? Mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Was wollt ihr denn hier? Kommt doch her. Easy. So, nächster da. Das ist gut. So. Wir gehen wieder zu unserem Bike, Freunde. Der Scharfschütz ist ja erstmal ausgeschaltet. Los, komm. Wir müssen weiter. Lisa wartet auf uns, Freunde. Auf geht's. Da hätte ich mir nochmal Munition schnappen können, aber ich denke, wir haben erstmal genug Muni. Jetzt ist die Frage, ich glaube, dass wir ein Bike erstmal da stehen. Wer weiß, was hier auf mich wartet. Mit Nacht. Ah, okay. Ich komme nachts an, nicht tagsüber, nachts, Freunde. Gott verdammt, der Ripper, wo ist die Kleine? Wenn sie verletzt ist, ich schwör bei Gott. Ach, was red ich? Ich krieg euch all, egal ob ihr wehgetan habt oder nicht. Halt durch, Lisa, ich komme. Was ist das? Lisas?
Mit Sicherheit gehört der keinem verdammten Ripper. Kleine Fußspuren, Kindergröße. Das muss Lisa gewesen sein. Sie haben sie hier entlang geschleppt. Wenn ihr ihr was getan habt, ihr Schweine, bringe ich jeden einzelnen von euch um. Ist auch so leicht aggressiv. Den gönne ich mir jetzt hier erstmal. Ich hier warum findest du nicht den Weg? Die sind tot, Arschloch. Die treten deinem verdammten Kult nicht bei. Der hat mich schon nicht gesehen hier. Er kommt jetzt und dann snack ich den weg. Wenn er sich rumdreht, ist er des Todes. Was war denn? Was war das? Zu spät. So, jetzt habe ich da wieder hier so einen Schalldämpfer und trotzdem. Ah doch, jetzt kann ich den hier wenigstens anbringen. Okay, auf die Pistole. Ich gehe nochmal zurück, looten den hier schnell. Und dann gehen wir mal hier runter in diese. Gut, den können wir auch nochmal looten. Wir heilen uns. Ja, jetzt haben wir wieder volles Leben. Hier. Wurde sie hier reingeschleppt? Ich weiß nicht, ob das clever ist, jetzt eine Taschenlampe anzumachen. Wo gehst du jetzt hin? Kommst du hoch oder gehst du wieder zurück? Das ist jetzt die Frage. Ich könnte dir mal einfach einen quicken Headshot geben. Ah! Ihr Falsches! Ah! Das ist ja richtig schlecht. Die Freien regieren die Welt, hä? Nicht, wenn sie alle tot sind. Geisteskrank sind die denn, ne? Nein. Kill die einfach. Sie ist nicht hier. Wo bist du, Lisa? Sie muss irgendwo hier draußen sein. Löse ich mich von meinem Namen. Der Vergangenheit. Ich blute. Der Schmerz. Ich spüre ihn. Ich muss in Frieden ruhen. Dazu muss ich es sehen. Ich hab doch hier irgendwas zum Ablenken. Um frei zu sein. Nicht was Einfaches hier, so ein Stein. Geist. Ich bin ein 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 Geist. Ich ruhe in Frieden. Ich muss zum Nest zurückkehren, zu meinen Brüdern und Schwestern. Um frei zu sein, muss man selbst sterben. Um frei zu sein, muss man sich lösen. Man muss doch... Gut, die drei Hampelmänner, die will ich wahrscheinlich mit der AK einfach niederrattern. Halt durch, Lisa. Ich will gar nicht machen. Halt einfach durch. Niemand tritt euch bei! Hey, schau mal, jetzt wurdest du gefunden, ja? Lisa, ich werde dich retten.
ist gerade ganz schlechte Posi, die ich hier habe, merke ich. Ich warte jetzt einfach, bis der jetzt da weg ist. Bis der wieder hier vorne steht. Mit mir streiche ich etwas. Die Verirrten kommen! Ich glaube, du spinnst ein bisschen, mich abzuschießen hier. Ja, ja, komm. Komm, der Verirrte gibt dir einen Headshot. Ich bin getroffen. Junge, Junge. Der hat aber viel gefressen, tatsächlich. Ein Verirrter! Verirrt! Ja. Jetzt bist du der Verirrte im College. Mal hier hoch, mal gucken, was es hier so gibt. Gibt es denn hier überhaupt was? Ne, nicht so wirklich. Wie geht's hier hin? Ich renne jetzt einfach hier durch. Komm, ganz ehrlich. Ich habe eine AK, ich habe so viel Stuff, die können gar nichts gegen mich ausrichten. Na gut, hier wäre auf jeden Fall wieder ein guter Fluchtweg zurück. Reinste Labyrinth hier. Ja, das finde ich aber auch. Aber eigentlich ganz schön, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber halt euer Fall sehr groß. Das brauche ich. Ich dachte, da war was. Oh. Schnell verstecken. Abwarten, ob er kommt. Jo, er kommt. Er hat nur so ein Bier in der Hand, wahrscheinlich ein Molly. Aber gleich. Feuer! So, das war's mit dir, College. Verbände voll. Gut, dann heilen wir uns da direkt mal. So, und weiter geht's. Let's go to Lisa. Hier. Sie wurde hier hochgezerrt. Lisa muss da oben sein. Ja, wohl eher hier in die Richtung. Da oben, ja. Da hinten war auf jeden Fall schon ein Dude. Schon gesehen, aber ist das der, der hier war? Ist der da hochgerannt? Tatsächlich scheint es so. Ich komme, Kleine. Oh fuck. Du bist jetzt scheinbar wo ich bin. Gut. Mach mal was anderes. Jetzt machen wir nur den Sniper schnell weg hier. Wo ist der? Soll er hier oben mit einer Pistole oder was? Ich glaube, der ist gerade gebückt. Ich glaube, der ist weg. Ah, gut, dass hier überall Munition rumfliegt. Das wäre natürlich genial. Ist nur die Frage, gehen wir rechts, links, geradeaus? Da ist sie. Wo ist sie?
Das Fadenkreuz könnte wirklich ein bisschen geiler sein. Munition looten. Einer lebt noch. Boah. So. Gut. Normalerweise würde ich jetzt erstmal natürlich zur Lisa rennen, aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen was hier noch mitnehmen. So, jetzt. Lisa. Oh Mann, Lisa. Verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa? Lisa? Hey! Kleine! Nein! Hey. Nein! Hey. Du Scheiße! Ich bin's, Deacon. Was? Erinnerst du dich? Deacon. Okay. Okay. Deacon. Schon gut. Schon gut. Komm schon. Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen? Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell du kannst dahin laufen. Halt nicht an. Nicht anhalten. Genau, nicht anhalten, was auch ist. Bereit? Hm? Los. Und ich halte die auf, oder was? Kein Problem. Bring Lisa zu deinem Bike. Ja, gut. Gut, Lisa, wir bringen dich erstmal zum Bike. Komm mit. Kommt ja bestimmt der ein oder andere Loot noch um die Ecke gleich. Lisa, runter, versteck dich! Bring ihn hin! Ah, ihr Falsches! Lisa, chill kurz, ich muss nachladen. Er sagt so, Lisa, lauf, ey. Ich muss erstmal nachladen hier alles. Das Ding ist nachgeladen. Die Piste lade ich auch schnell nach. Lappen voll. Runter, runter! Waren die andere? Ich bin getroffen! Ach echt? Bist du das? Los, los! Ich muss mich heilen. Wo ist denn Lisa jetzt hin? Lisa, komm! Sag, wir müssen uns beeilen. Schnell zum Bike. Hier hoch, oder was? Ist hier richtig? Ja, scheint so. Hier scheint es richtig lang zu gehen. Jetzt gehen wir runter. Auf zum Besucherzentrum, los! Zu meinem Warum Bike, lauf! Hektik! Was ist das denn hier? Ripperschläger, ey, der sieht auch brutal aus. Aber ich denke, dass meine Axt immer noch am besten ist. Die haben das bestimmt, bisschen kaputt gemacht, oder? Nee? Nicht sabotiert? Das ist sicher. Bist du okay? Nein. Hör mir zu, südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Alles klar, okay. Dann düsen wir dahin. Gut festhalten. Irgendwas sagt mir, wir werden jetzt mit Sicherheit verfolgt, Freunde. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier so Ricky. Verfolgt. Ricky, komm! Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen! Deacon? Lang nichts gehört. Was willst du? Wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahre jetzt dahin.
Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht, als Boozer und du hier weg seid? Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich hab ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du hast eine Überlebende und bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja, okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Mensch, Ricky, gern geschehen. Es wird dir da gefallen, Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er ist okay. Er schreit gern rum, also lass dich nicht aus der Ruhe bringen, verstanden? Okay, und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, geh zu Eddie, sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie ist eine Gute, sie hat Medikamente und so, weißt du, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir, du kannst ihnen vertrauen. Na, bin ich aber gespannt. Das geht doch jetzt bestimmt in den nächsten Hinterhalt, oder? Ja, easy. Hey, Ricky. Hey, Deke. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Lisa, das ist Ricky. Sie wird dich an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Deke. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte, nimm sie mit, okay? Was ist mit ihr, Dick? Was mit ihr ist? Sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich musste... Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich tue nichts lieber auf der Welt. Okay. Willst du mit mir angeln gehen? Ja, mach ich. Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und nochmal vielen... Vielleicht seine Ex, maybe? Was haben sie getan? So, waren wir denn hier schon mal überhaupt? Was ist das denn hier? Komm, das markieren wir uns einfach mal. Guck mal, was das ist. Deacon St. John, hier ist Ada Tucker. Ich soll dir von L3 sagen, dass das Camp dankbar ist für die Sachen, die du beschaffst. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Scharfschütze, verdammt. Jo, alle schlagen auf mich ein. Habt ihr recht. Wölfe auf mich, die anderen Dudes auf mich. So, gucken wir doch mal. Wo du kleiner, räudiger Bengel denn sitzt. Wahrscheinlich hier. Zack. LOL! Nein! Ist da sein Kopf da? Jetzt. Komm, guck mal hier rein. Ist bestimmt was Schönes, was wir jetzt gut gebrauchen können. Ach, easy. Jawohl. Lappen. Ja. Da habe ich die ganzen Kerle gleich mitgenommen. Lappen voll. Alles verwenden. Schön aufmachen, das Ding. Alles mitnehmen. Das ist bestimmt Schrott drin. Nägel, okay, cool. Auch gut. Was ist hier? Warum ist das in so einem komischen Radius?
Oh, da war auch irgendwas, irgendwelche Bären oder sowas. Boah. Alpensäuerling, den kennt man doch. Den Alpensäuerling. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir Spike wieder aufgestellt und repariert kriegen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Motor reparieren. Ja, möchte ich doch. Alles chillig. Ich will jetzt einfach nur diesen Motor reparieren. Ich krieg das hin. Das tun wir auch, Freunde. Gut. Alter, 6 Schrott hat das Ding gefressen. Richtung. Warum falsche Richtung, Bro? Ja, Schrott kann man immer gut gebrauchen, das stimmt. Jetzt können wir erstmal hier unsere Gun Baseballschläger-Axt reparieren. Jetzt habe ich wieder 0 Schrott, klasse. Eieieiei. Bottle, auch immer gut. Nochmal ein Basie. Komm, ein bisschen mehr Schrott als nur eins. Komm. Ah, 3. Da kann ich nicht dran. Hier kann ich dran. Komm, noch ein bisschen Schrott, bitte. Ich brauch Schrott. Schrott braucht die Welt. Das scheint hier einfach nur eine Toilette zu sein. Ich sag falsche Richtung, weil das Bike, weil ich das Bike hab stehen lassen. Hier ist auch noch ein bisschen Schrott drin. Jawohl. Ein Auto lasse ich jetzt noch. Das da hinten lasse ich mal. Sollte ich hier mal irgendwie stranden oder so, habe ich nochmal so einen kleinen Backup an Schrott. Wir düsen jetzt einfach direkt weiter. Ich weiß nicht, was hat das denn hier auf sich? Nein, nein, ich muss wieder zurück. Wo lang? Weiter geht's. Ach, komm her. Kann den hier looten. Den Dude. Also hier geht's lang und dann. Dick, hörst du mich? Hot Springs zu Deacon St. John. Tucker. Oh, was will sie denn schon wieder? Ich dachte, du wärst längst zurück. Hast du Lisa gefunden? Nein, Tuck. Nein, die Ripper haben sie übel zugerichtet und sie hat's nicht geschafft. Verdammt! Wir brauchen sie! Jetzt wird das Graben noch länger dauern. Sie ist mal positiv, Tuck. Ein Hungriger weniger. Du gehst jetzt da raus und holst mir ein paar. Sonst gibt's hier bald keinen mehr zu füttern. Tucker, Ende. Ja, okay. Ich kümmere mich darum. Gut, hier scheint der nächste Kreis zu sein. Scheint so eine kleine Schnitzeljagd zu sein, Freunde. Aber hier scheint ja auch irgendwie so eine Art Camp zu sein, vielleicht. Müssen wir weitergehen. Okay, schauen wir uns mal um. Aha, hier liegt doch schon wieder was. Na gut, wo? Jetzt habe ich dich. Das ist es. Okay, mal sehen. Wen oder was suchen wir denn hier eigentlich? Was ist hier los? Ah. Ein Beil? Nee.
Ich weiß nicht, ob wir gerade ein Kopfgeld machen oder was? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ein schöner Haufen Vergewaltiger, Diebe und Mörder seid ihr. Was macht ihr wohl hier draußen, ha? Auf der Suche nach leichter Beute? Hallo. Scheiße, du bist in der Falle. Ich muss helfen. War jemand? Tschüss. Ja, easy. Ich werde dich da rausholen. Wenn sie hier draußen sterben, pass auf. Auch nicht schlecht. Camp. Camp? Oh. Oh. Zeig's mir. Ich geh hin. Hinten beim Belknap-Krater. Das Hot Springs. Sieht nett aus. Können wir... Erster Sicherheit. Schicken wir ihn dahin. Danke, danke, vermarscht. Heilige Scheiße. Ich war so gut wie tot, weißt du? Vielen, vielen Dank, Manni. Danke, danke. Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen mich. Ach lol, die gehen jetzt alle dahin. Okay, verstehe. Ich dachte, ich müsste jetzt alle einzeln befreien. Die haben die heruntergeworfen. Aber was haben die mit denen gemacht? Wahrscheinlich. Ja, easy. Die anderen zwei sind jetzt auch noch runtergefallen. Ah ja, gut. Die werden jetzt schon nichts extrem Gutes dabei gehabt haben. Aber cool, bringt ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall ins Spiel. Ich sag mal so, so ein kleiner Samariter steckt ja in uns allen drin. Müssen wir mal gucken. Die Taschenlampe angemacht. Müssen wir mal gucken, wie wir am schnellsten wieder zurück zu unserem Bike kommen. Aber ich denke, Freunde, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Days Gone. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut, tschüss. Bis dann.